Im heutigen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Hilfe von Open Master Data und Kemmler Angebotserstellung und Datenpflege vollständig automatisieren können. Die Konfiguration von Open Master Data ist denkbar einfach. Wir zeigen Ihnen diese beispielhaft mit der Handwerkersoftware PDS. Navigieren Sie zu den Einstellungen des Lieferanten Kemmler und wählen Zugangsdaten. Navigieren Sie nun zu Open Connect. Nun wählen Sie Kemmler einfach aus der Liste der verfügbaren Lieferanten aus. Nun fehlen nur noch Benutzername und Passwort. Hierzu navigieren wir zu Open Master Data und tragen unsere Onlineshop-Zugangsdaten bei Benutzername und Passwort ein. Dies sind die gleichen Daten, die Sie aus Ihrem Onlineshop kennen. Wir tragen die E-Mail-Adresse ein und unser Onlineshop-Passwort. Der Open Master Data Zugang ist nun vollständig konfiguriert und kann benutzt werden. Fertig! Wenn Sie nun ein beliebiges Produkt, welches dem Lieferanten Kemmler zugeordnet ist, auf einen Beleg setzen, können Sie mit nur einem Klick alle Daten zu diesem Produkt herunterladen und Ihre lokalen Stammdaten aktualisieren. Sie sehen hier einen alten Einkaufspreis von 5 Euro, der aus der Datanorm stammt. Nun aktualisieren wir die Daten via Open Master Data. Wir sehen, dass sich Ihr Preis automatisch auf Ihren persönlichen Preis von 1,02 Euro aktualisiert hat. Alle Bilder, Verkaufstexte und Produkteigenschaften wurden automatisch in Ihre Stammdaten übernommen. Zudem wurden auch die Datenblätter des Produkts automatisch heruntergeladen und stehen Ihnen zur Verfügung. Wir zeigen Ihnen nun, wie einfach Sie mit IDS 2.5 und Open Master Data ein Angebot erstellen können. Mit Hilfe von IDS 2.5 suchen wir nun die Fliese Palmi. Es öffnet sich nun automatisch der Webshop von kemmler.de und wir wählen unser passendes Produkt einfach aus. Wir haben hier Zugriff auf alle Varianten des Produktes. Wir klicken per IDS übertragen. Das Produkt wurde nun in unsere Handwerkersoftware importiert. Open Master Data hat automatisch alle Produktinformationen geladen. Nun fügen wir dem Angebot ein weiteres Produkt hinzu, welches wir per Datanorm importiert haben. Auch hier wurden alle Produktinformationen automatisch geladen. Fehlt noch Acryl. Das Produkt ist nicht in unseren Stammdaten. Kein Problem. Wir suchen nach Acryl FA31, importieren das Produkt. Fertig. Unser Angebot ist nun vollständig und kann gedruckt werden. Auf unserem Beleg finden wir nun aktuelle Preise, Bilder und alle Produktinformationen. Und das ganz ohne Mehraufwand. Benötigen Sie noch Hilfe oder haben Sie weitere Fragen bezüglich Open Master Data oder IDS? Dann rufen Sie uns einfach an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.